Liebesflammen-Novene. Erster Tag. Allerseligste Jungfrau Maria, Königin der Liebesflamme, hilf uns durch die Liebesflamme, die deinem unbefleckten Herzen entströmt, unseren Lieben, den Priestern, Ordensleuten und allen Gläubigen, dass wir deine Herzensdemut nachahmen und so nach dem heiligen Willen Gottes leben. Unsere himmlische Mutter, verblende den Satan durch die Gnade deiner Liebesflamme und mache ihn durch sie ohnmächtig. Hilf all jenen, die ihm folgen, dass sie auf den rechten und wahren Weg zurückfinden. Mutter der Barmherzigkeit, führe uns, wir bitten dich, zum barmherzigen, heiligsten Herzen deines göttlichen Sohnes. Flehentlich bitten wir dich, o gute Mutter, überflute uns, unsere Lieben, unser Vaterland Deutschland und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Du, der schöne Strahl des Morgenrotes, verblende Satan. Amen. Die Liebesflammen-Novene wird auf folgende Weise gebetet. Die kleine Krone der Mutter Gottes als Königin der Liebesflamme. Die kleine Krone der Mutter Gottes als Königin der Liebesflamme. Botschaft von Jesus am 31. Januar 2001. Heute möchte ich dich mit der kleinen Krone der Liebesflamme meiner heiligen Mutter bekannt machen. Die Anfangsgebete sind die gleichen wie beim Liebesflammenrosenkranz. Während der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der rechten Hand. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zur Ehrenwunde der linken Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der linken Hand. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde des rechten Fußes. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde des linken Fußes. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der rechten Seite. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, mein Gott, ich glaube an dich, weil du unendlich gut bist. Mein Gott, ich hoffe auf dich, weil du unendlich barmherzig bist. Mein Gott, ich liebe dich, weil du über alles liebenswürdig bist. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens.
Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herzen Riens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Dann betet 12-mal. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zum Schluss dreimal. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Betet an jedem Tag der Novena das Gebet, welches ich, der Elisabeth Kindermann, gelernt habe. Gebet von Jesus. Unsere Schritte mögen gemeinsam gehen. Unsere Hände mögen gemeinsam sammeln. Unsere Herzen mögen gemeinsam schlagen. Unser Innerstes empfinde gemeinsam. Die Gedanken unseres Geistes seien eins. Unsere Ohren mögen gemeinsam auf die Stille hören. Unsere Augen mögen ineinander schauen und sich verschmelzen. Unsere Lippen mögen gemeinsam zum ewigen Vater um Erbarmen flehen. Aus dem Tagebuch von Elisabeth Kindermann, Die Liebesflamme, 4. Mai 1962.
Ich möchte euch mit der Liebesflammen-Novena beschenken. 2001, 15. 16. April. Botschaft von Jesus. Betet für den Heiligen Vater, für die Bischöfe und Priester, für die Ordensleute und alle Gläubigen, für die Christen und für die an den einen Gott Glaubenden, für die Ungläubigen und die Gleichgültigen und so für die ganze Menschheit, damit die Liebesflamme der heiligen Jungfrau Maria aufströmen kann in die Menschenherzen. Bittet eure Mutter, dass sie auch die leidenden Seelen im Fegfeuer mit dem Gnadenwirken ihrer Liebesflamme überflutet.